Moin, moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Beziehungsweise einfach nur 17. Mit dabei ist, wie gesagt, der gute Chile. Servus. Hallöchen. So, wir haben hier soweit unsere Helfer alle mehr oder weniger eingestellt. Abgesehen davon, dass der Mähdrescher einfach nur deppert ist und nichts auf die Kette kriegt. Der Idiot. So, was machen wir? Ich bin am Überlegen, was wir heute machen. Ich könnte mit unserem kleinen Tourbooster vorne mal zum Händler fahren und gucken, ob wir da was einkaufen können, weil ich möchte ganz gerne irgendwas holen, dass wir wieder was pflanzen können, beziehungsweise was Neues pflanzen können. Weil das eine Feld ist jetzt hier so gut wie abgearbeitet und danach, glaube ich, ist es erstmal knopp, ne? Möchte ich sagen. Ja, jetzt müssen wir uns mal überlegen, was brauchen wir denn als erstes? Ja, Chile. Ich habe hier ein Feld, das wurde bestellt, aber ich kann nicht viel damit anfangen, um ehrlich zu sein. Wächst das Ja, alles hier noch oder? wenn du ins Menü gehst über Escape, dann kannst du mal gucken, wie da der Status ist von dem Feld. Wo sehe ich das denn? Aber ich glaube, es müsste erntereif sein. Ja, die 14 ist das, aber ich weiß nicht mit was. Ach, guck 14? mal. Hier, warte mal. Bodenbeschaffenheit, Ah, Wachstum. 14. Ne, Moment, halt, 14 stopp. ist abgeerntet. Die Das 14 heißt, ist wir müssen das abgeerntet. grubbern als erstes. Genau, das heißt, wir bräuchten einen Grubber und den haben wir nicht, oder? Ne, doch, den haben wir. Das Das ist der ist der. blaue, wo gerade läuft. Na, der läuft gerade ab. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Was haben wir denn noch? Die 12 gegrubbert und die anderen Felder gehören uns alle nicht. Aber was wir noch brauchen, wäre irgendwas zum Düngen. Eine Feldspritze oder sowas. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir die uns irgendwo auftreiben können. Könnte ich mal, damit wir ein bisschen Asche kommen, Ja. mal die Frucht wegfahren zu einem Händler, je nachdem, wo es halt am besten Kohle gibt. Und dann machen wir Okay. ein bisschen Kohle für eine Feldspritze. Okay. Das heißt, da muss ich wahrscheinlich zu unserem Silo fahren, oder? Kann das sein? Genau. Muss ich dann hier hinfahren? Wahrscheinlich auf die andere Seite von dem Silo. So, kann ich das jetzt hier machen oder wie läuft das ab? Okay. Befüllung starten. Weizen. Oh, wir haben ja jede Menge. Sehe ich gerade. Ja. Wir haben Weizen, wir haben Körnermais, wir haben Sojabohnen, Sonnenblumen, alles Mögliche. Was kann man denn gerade gut zu Geld machen? Wir können Sojabohnen haben wir aktuell das meiste pro 1000 Liter. Dann sind wir bei 1594 bei Goldcrest Pacific Grain. Dann würde ich sagen, dann nehme ich den Spaß doch mit, oder? Was sagst du dazu? Jo, hau weg das Zeug. Weizen, Gerste, Alles in Raps, Geld im Sonnenblumen, Moment. Sojabohnen. Also momentan sieht man ja, genau, Sojabohnen. Alles, was grün ist, ist überdurchschnittlich. Genau. Und alles, was rot ist, unterdurchschnittlich. Also Goldcrest Pacific Grain, wo ist denn das? Goldcrest Pacific Grain. Kann ich da Marker setzen? Okay. Ich habe Marker gesetzt. Ich wünsche dir immer da mal was. Ich fahre eine Runde. Okay. Ich gebe Gas. Ich will Spaß. Ich fahre mal auf die schöne Landstraße. Ich sehe, ich fahre in die falsche Richtung. Yeah. Ist der Navi? Bitte? Ist der Navi? Halb. Warte mal, ich kann ja hier abkürzen wahrscheinlich. Das ist das Schöne an den Trecker, man kann hier immer kreuz und quer fahren. Hier ist eine Straßenbahn. Also Zug meine ich. Hier sind neue Felder. Uns gehören nicht alle Felder, gell? Wir müssen Felder erst kaufen, oder? Ja, uns gehören nur Feld 12, 14 und 15. Okay. Aber wir hatten es doch letztens davon, dass man die Früchte nicht so gut erkennt. Wenn du auf das Escape-Menü gehst, dann kannst du durchwählen. Wenn du bei Kartenübersicht bist, das sieht man dann, kann man auch nochmal oben im Feld durchwählen und da kommt man dann irgendwann zu Feldfrüchten. Das sieht man dann noch mal, Was ist? genau, welches Okay. Symbol welcher Frucht zugeordnet wird. Okay. Ich bin gar nicht so weit weg hier. Quasi ums Eck.
So, wo muss ich denn da hinfahren, damit ich verkaufen kann? Ich bin jetzt da. Ah, muss ich da reinfahren? Da muss irgendwo ein markiertes Feld sein und dann einfach abladen. Mhm. Ich fahre mal hier rein. Da ist nämlich alles markiert. So. Da müsste doch, wenn ich jetzt alles kippe, dann müsste ich doch sofort merken, dass ich Geld bekomme, oder? Korrekt, ja. Okay. Yes, da kommt die Kohle rein. Hier von 19... 8000 haben wir eingenommen dadurch. Schön. Easy. Jetzt haben wir halt die ganzen Sojabohnen verballert, ne? Jetzt haben wir keine mehr. Warte mal, ich muss mal wieder eine Markierung setzen. Wo bist denn du schon wieder unterwegs? Tappt der sich hier durchs Niemandsland durch? So, Marker setzen. Okay, ach guck mal, das ist ja quasi... Feld 12 können wir mal noch bestellen. Sehe ich gerade, da haben wir noch nichts gemacht. Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir hier noch so ein... Wir könnten natürlich einen Trecker noch eine zweite Sämaschine bestellen. Beziehungsweise kaufen. Dann hätten wir, können wir hier den einen Hänger mehr oder weniger mal außen vor lassen. Den kann man ja dann vor zu schnell holen. Ja. Wäre eine Möglichkeit, ne? Dann könnte man parallel zwei Felder bestellen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Weil das Feld ist ganz schön groß, was ich hier sehe. Das ist quasi ready. Wenn man so will. Feld Nummer 16? 12 meine ich. Ja. Habe ich 16 gesagt? Ja, dann müssen wir mal gucken. Wenn wir uns nochmal einen Gruber holen, würde ich dann schon einen großen nehmen, dass wir den dann effektiver arbeiten. So, da bin ich. Wo ist denn der? Parkt der sich automatisch da hinten? Wer denn? Mähdrescher? Ja. Nee, da habe ich da geparkt. Ah, cool. Dann, Weil das im Prinzip unser erstes Feld ist, das wieder erntereif sein wird. Zwangsläufig, ne? Ups, falsch. Aber du kannst ihn noch abtanken. Das wollte ich gerade machen. Oh, sorry. Wie kann ich das denn machen? Muss ich da was drücken? Rohr ausfahren, ne? Rohr ausfahren. Okay. Fahr mal dein Rohr aus, dann komme ich zu dir. Du Ferkel. Ich entrohre mich. Oh, ja, ist das gut. Wenn man sich mal die Fahrzeuge anschaut, sieht man richtig, wie schmutzig die geworden sind. Man kann auch Putzsachen kaufen, habe ich gehört. Oder konnte man zumindest mal im letzten Mal, das weiß ich. So, Rohr ist geleert gleich. Und zwar jetzt. Du hast dein Rohr geleert. Sehr schön. Ja, so bin ich halt. Wir müssen mal gucken, wo wir dann alle Fahrzeuge unterbringen. Allerdings. So, warte mal. Ich gehe mal auf die Karte. Ich guck mal. Ich kann nämlich den Shop. Ich gehe mal direkt zum Shop. Tankstelle, Schafweide, Hühnerstall. Ich Viehhändler. Ich gehe mal zum Shop. Ich gehe mal direkt besuchen. Hallo Shop. Da. Shop. Konfigurieren oder direkt verkaufen. Hier kannst du deine Fahrzeuge konfigurieren, verkaufen. Wie kann ich denn Fahrzeuge kaufen, Mensch? Das muss doch auch irgendwo gehen. Oder? Kaufen, ja. Tankstelle, Vieh, was haben wir hier? Viehhändler. Ha. Hier muss doch irgendwo irgendwas sein, dass wir die Dinger kaufen können, die Fahrzeuge. Wenn du auf P gehst, wo bist du am Shop? Ja. Du kannst auf P gehen. Tastatur und dann kommst du in den Shop rein. Ah, wunderbar. So, was wollten wir denn machen? Was brauchen wir denn?
Chef, sag mal an. Erntemaschinen, Kartoffelernte, Pflüge, Düngerstreuer, Traktoren, Schneidwerk, Rübenernte, Grubber. Ach, hier gibt es hier jede Menge. Frontlader, Feldsäcke, nee, Feldhäcksler, Entschuldigung. Feldsäcke. Sämaschinen, Kipper, Güllefässer. Ach, Gottes Willen. Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, was ich alles kaufen soll. Kettensägen, ja, ist genau mein Ding. Cool. Schiebeschilder. Kompaktlader, Dollys, Tieflader, Paletten, Autos, Gewichte, platzierbar. Man kann sogar platzierbare Objekte kaufen. Das ist ja geil. So, Chef, sag an, was brauchen wir? Wir haben gesagt, wir brauchen noch einen Grubber, ne? Ich würde erstmal eine Spritze holen, eine Feldspritze. Wo haben wir das denn? Feldhäcksler? Wo ist denn das? Heißt das auch Feldspritze? Moment. Ah, Spritzen. Ja. Ne? Ist nicht ganz das, was ich gedacht habe. Ist es das, was... Okay, mal gucken. Ein Zetter, Mähwerk, Schwader, was auch immer das ist. Müsste das zweite sein. Das zweite? Bei was? Amazone, die US 1201. Die UF steht auch. 1201, ja, für 24.000. Ja. Soll ich die kaufen? Ich guck mal, was gibt's denn alles an? Also wir haben aktuell 26.000. 26.000 würde gerade reinpassen, ne? Genau. Wenn man dann noch vielleicht... Spitzen werden für die Ertragssteigerung von Feldern genutzt. Das hört sich schon mal gut an. Es klingt nicht sehr falsch, möchte man sagen. Ich glaube, das wäre ein sinnvoller Schritt, dass wir nochmal einen Arbeitsschritt zumachen bei unseren Feldern und dadurch den Ertrag steigern. Also dann kaufe ich eine Spritze. Jawohl. Und zwar gleich die große, die UF 1201. Ja, das erste, das ist nur ein Zusatztank, habe ich gelesen. Ja. Ich habe keine Spritze. Dann hole ich doch die erste einfach. Also diese für 24.000. Punkt, oder? Genau. Genau. Ist gekauft, nee, kauft. Ich kann sie mieten. Das ist ja auch geil. Man kann mieten? Ja, man kann mieten. 2640 initiale Kosten. Nur ich weiß nicht, ob das monatlich, täglich, wie das abgerechnet wird. Aber ich könnte sie auch kaufen. Komm, wir kaufen sie, dann ist gut, oder? Jo. Gerät für 24.000 kaufen. Steht beim Händler abholbereit. Warte mal gucken. Ah, wir bräuchten noch Gewichte. Frontgewichte. Ja. Ich sehe die Spritze. Ich könnte sie nach Hause tragen. Ziemlich großes Gerät. Ah, jetzt verstehe ich das Ding. Das hat dann diese Arme und die fährt das dann aus, ne? Gewichte, hast du gesagt, brauchen wir noch? Ja. Habe ich da genug Gewichte? Ah, da können wir was kaufen. Was machen wir denn da? Gleich die ganz schweren oder? Nö, ich würde mal ein leichtes nehmen. Oder was sind das für Traktoren? Ein Case. Macht das Unterschied? Für 600? Ist das okay? Der SB 700? Oder gleich den SB 1000? Ich brauche eine klare Ansage von dir hier. Hopp. Nimm mal das 700er. Also SB 700? Ja. Ist gekauft. Wunderbar. So, ich brauche einen Trecker, der gerade frei ist. Dann nehme ich doch mal den hier. Einen Moment, ich koppel ab. Ich donner jetzt mal los. Wo muss ich hier hin? Da, wo ist denn der Händler? Da. Marker setzen. Also, ich wünsche mir Glück, das kann eine Weile dauern. Ja, ich fahre schon wieder in die falsche Richtung. Ich hab's aber so mit den Richtungen hier, ne? Ich weiß nicht, ob ich oft lieber auf der Straße bleiben sollte. Ist, glaube ich, gesünder, oder? Was sagst du dazu? Ja, wäre nicht so schlecht. Ja, ja, so, hier, Bahn, die Bahn kommt. Was sagst du so, der erste Eindruck von dem Spiel? Auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten im Vergleich zum Vorgänger.
erstmal interessant. Mhm. Macht Spaß, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ein interessantes Let's Play. Oh, hier, ich möchte ja endlich mal. Komm mal, das dauert ja Ewigkeiten. Boah. Allein schon im Shop kann man es wirklich gut schauen. Das stimmt, also was ich da, ich habe jetzt ja nur grob mal durchgeguckt, ist nicht gerade wenig. Die haben hier eine richtig schöne Kleinstadt aufgebaut. Aber ganz ehrlich, warum baut man denn den Shop so weit weg? Das sind doch Sachen, da muss ich ja jetzt extra, das ist eine absolute Leerfahrt, die ich hier mache. Was soll denn das? Ich muss hier einmal durch die komplette Stadt, ich überhole ein Auto mit meinem Trecker, mit meinen gefährlichen 42 km/h. Du machst den Hupen, ne? Ja, das habe ich vorhin ausgiebig getan. So, als erstes koppel ich, glaube ich, mal das Zusatzgewicht dran. Das erscheint mir logisch. Wie hier ist. Hier darf es nicht durch, das ist mir egal. So, von welcher Seite muss ich denn hier dran ballern? Bremse! So, passt das so? Das ist ja doof. Man muss extra auch noch die richtige Seite auswählen. Wie kann ich denn hier... Sag mir bitte nicht, dass das jetzt nicht gehen soll. Das fände ich jetzt äußerst ärgerlich, nämlich. Ich kann das Gewicht nicht ankoppeln. Vorne auch nicht? Ja, das probiere ich ja gerade. Aha. Weil Gewicht hinten macht ja keinen Sinn, ne? Das wäre jetzt richtig ärgerlich, wenn das dann nicht auf den Trecker passen würde. Ja gut, wäre es im Notfall nicht. Später bräuchte man es auf jeden Fall. Okay, also das Gewicht kann ich jetzt definitiv mal hinten ankoppeln. Ich weiß nur nicht, ob das so viel Sinn macht gerade. Warte mal. Ey, geh da weg, Gewicht. Ich fahr mal über dich drüber. Ich kann die Spritze gerade nicht ankoppeln. Das muss doch von der Seite hier gehen, oder? Oder von der anderen Seite. Ich bin hier. Dass man hier nicht sieht, von wo man ankoppeln muss, ne? Dass der nicht irgendwie im Pfeil sagt, ey, guck mal hier, koppel da mal an. Ah, also die Spritze kann ich ankoppeln, gut. Okay. Liebes Zusatzgewicht. Du willst mich doch jetzt nicht ernsthaft hier vor allen Leuten bloßstellen. Okay, warte mal, ich gehe nochmal auf den Shop. Gewichte. Hm. Ha, ich weiß nicht so recht. Da steht aber auch nichts dabei, dass man die Gewichte... So, habe ich das? Kann ich das irgendwo hier... Okay, ich könnte das Gewicht jetzt natürlich verkaufen. Aber das wäre ja doof. Das ist ja nicht Sinn der Sache hier, ne? Aber wieso kann ich denn das hier nicht ankoppeln? Hm. Ist das vielleicht... Nee, eigentlich auch nicht, oder? Ich hole noch mal aus. Nee, geht nicht. Das
das geht so nicht. Vielleicht von der anderen Seite nochmal. Ich probiere es, aber das wäre jetzt extrem doof. Nee. Ed will nicht, Meister. Ed will nicht. Weißt du was? Bevor es dann doof da rumsteht, verkaufe ich es lieber, oder? Ah, warte mal. Bei dem geht's nicht vorne dran, nee. Nee. Der hat schon vorne ein Gewicht dran. Siehst du das? Ja. Aber das ist keine Aufnahme dafür vorne drin. Das ist ja doof. Jetzt bring ich mal die Spritze hinter. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, du willst, wenn du möchtest, kannst du ja mit dem anderen Trecker schnell. Upala. Die sind beide gerade am Arbeiten. Ich habe aus Versehen die Spritze gesenkt. Oh, ah. Du kannst die Spritze mal zu dem. Wir probieren sie mal, ob wir die Spritze an dem blauen Trecker vorne dranhängen können. Die Spritze vorne dran? Dann tun wir düngen oder an die Sämaschine. Ach so, du meinst so rum. Mhm. Das wird gleichzeitig näher an die Sämaschine geht nicht. Da könnten wir höchstens vielleicht die Sämaschine tauschen. Und Traktor her. Okay. Das wird natürlich Sinn machen. Einem, dass wir einen Arbeitsschritt sparen können. Ja, dass eins in einem läuft. Ich fahre jetzt erstmal kurz zurück. Das war knapp. So, dann haben wir ja richtig viel erlebt heute in der Folge. Ja, das zweite Feld ist auch schon ein bisschen mehr wie die Hälfte gekrubbert und am Säen. Da pflanzen wir übrigens Gerste an. Okay. So, ich bin dann auch in einer Viertelstunde bei dir. Jetzt bringe ich den Laden bringe ich noch weg, wenn ich Glück habe. Den muss ich nämlich noch auffüllen. Aber wo muss ich den dann auffüllen? Weißt du das? Da muss es irgendwo eine Düngestation geben, wo man also Dünger auffüllen kann. Wäre natürlich doof, wenn ich könnte an eine Tankstelle gehen. Haben wir es auf dem Hof sowas? Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht. Oder gibt es irgendwo eine Gärtnerei oder so? Also ich bringe jetzt erstmal den Laden hier zurück. Schön querfeld einballern. Kann man ja mal machen. Ich würde sagen, während ich hier das Ding heimbringe, ich habe ja die größte Arbeit damit. machst du dich mal schlau, wie wir das Ding hier am sinnvollsten einsetzen, oder? Was hältst du davon? Ja. Klingt nach einem Plan, oder? Ich sehe dich doch gar nicht. Oh, ich bin gleich da. Ich stehe vor unserer Tür. Ah ja, jetzt habe ich dich. Hi! Kannst du gerade mal links hochfahren, da wo das andere Feld gestellt wird? Ja. Warte mal, ich muss das Ding hier aber noch irgendwie befüllen. Weil das Teil ist gerade leer. Senken, Helfer einstellen, abkoppeln. Wo kann ich das denn? Hier muss doch irgendwo ein Güllefeld sein oder sowas, oder? Irgendwo muss ich das Ding doch füllen können. Was haben wir denn da? Das sind Paletten. Nö. Saatgut und Dünger. Ah ja. Perfekt. Kannst du Geräte Saatgut Dünger befüllen? Sobald du Big Bags leer sind, musst du neue kaufen. Okay. Objekt zu schwer, Objekt zu schwer, Objekt zu schwer. Kannst du was machen? Chile? Du kannst nichts machen, oder? Doch. Willst du machen? Kannst du befüllen? Ja. Zeig mal her. Geh mal rein. Bin drin. Ja, war das, glaub ich. Feldspritze auffüllen, ja. Wunderbar. Okay, es kann sein, dass wir von diesen Bags welche kaufen müssen wieder, wenn die dann voll sind bzw. leer. Wunderbar. Ich bin voll, dann fahre ich mal zu dem Feld oben rechts, wo du gesagt hast. Ja. Dann, warte mal. Ich kann ja schon mal auf X aufklappen. Also nicht das Feld, das wir ganz am Anfang bestellt haben, sondern das danach, ne? Weiter, genau, wo gerade, ja, weiterläuft. So.
Das kommt ziemlich genau hin, oder? Jo, mach mal. So, aber wisst ihr was? Wir machen hier ein Folgenpäuschen und dann gucken wir das Ganze in der nächsten Folge an. Hehe, Cliffhanger! Oi. Schön. Ah, ist das schön. Ja, liebe Freunde, also wie gesagt, wenn es euch wieder gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr auf dem Kanal seid. Aber ziemlich geil. Und wir gucken uns in der nächsten Folge an, wie dieses wunderschöne Gerätchen hier funktioniert. Bis dahin, macht's gut und may the fun be with you. Warte mal, ich muss noch hupen.